Hallo, hier im FS16, im Farming Simulator 2016. Ich habe mir das Spiel jetzt ganz neu heruntergeladen und gehe jetzt erstmal. Ja, mehr Spiele, funktioniert das? Ach so, nee, da braucht man Bluetooth und WLAN. Ach so. Okay, neues Spiel, Experte natürlich. Ich kenne mich im Farming Simulator echt gut aus. Zack. Ach so, stimmt, ich habe vergessen, das Ding anzusprechen. Bin ich dumm. So viel zum Thema, ich kenne mich gut aus. Ja, ich weiß es. Ach, du brauchst mir nicht alles erklären, du bärtiger Depp. So. Ach so, das war schon angehängt. Ich dachte, das wäre abgekoppelt. Ja, okay. Im Computer muss man die Uhr dran, dann vielleicht einfach erstmal angucken. Also ich neige das Gerät nicht wundern, dass ich nirgends drauf tippe, um zu lenken. Toll, ich habe nur die beiden Dinge. Oh Mann. Das sieht für mich nach Mods aus. Ich werde mal suchen im Internet, ob es auch Mods für den FS16 gibt. Modifications. Also ich bin hier jetzt gerade dabei, mir einen Mod runterzuladen, der ja, der ist, damit man unendlich viel Geld hat. Hier, der ist 138,8 Megabyte groß. Ja, das dauert jetzt ziemlich lange. Ihr seht hier oben auch noch, dass ich gerade ein Video auf YouTube hochlade. Ja, okay. Also, auf jeden Fall. Ja, das kann jetzt eine Zeit dauern, bis der heruntergeladen ist. Hallo, ich bin wieder im Landwirtschaftssimulator 2016. Tut mir leid, aber ich krieg's nicht hin. Es geht nicht. Ich habe alles versucht, was in meiner Macht steht. Aber ich krieg nichts. Ich krieg nichts. Ganz einfach. Ihr konntet mich schon wieder nicht hören. Ich habe gesagt, dann muss ich einfach so zu Geld kommen. Dann halt mein Problem. Wartet mal kurz, ich verbinde mal die Anlage. Meine Musikanlage mit dem Handy. Dann kann ich besser einschätzen, wie laut ich reden muss und wie laut ich das stellen muss. So. Perfekt. Also. Hallo? Ei, hat man mal wieder nichts. Ich höre nichts. Gar nichts. Aus den Boxen kommt nichts raus. Na ganz toll, was ist jetzt los? Mann, Mann, Mann. Nie ist alles so, wie es funktionieren soll. Nie. Funktioniert auch nicht. Hallo? Hörst du mich? Nee. Mich hört niemand. Jetzt hier? Ja, hier geht's. Ach du Scheiße! Ist das laut? Jetzt auf einmal geht's. Okay, Problem gelöst. So. Gut. Super. Dann werde ich einmal. Ach. So.
Jetzt ist hier die Steuerung, das ist besser. Gut, jetzt werde ich einmal gucken, wie viel schon im Mähdrescher drin ist. Ah, ist immer noch, glaube ich, ziemlich laut. Ach, ich kann es nicht einschätzen von der Lautstärke. Tut mir leid. Ich kann es echt nicht gut einschätzen. So, 79%. Das ist aber auch nicht gerade einfach zu steuern. Ah, am Computer ist der Landwirtschaftssimulator viel einfacher zu steuern. Optionen. So. Jetzt dürfte der Mähdrescher leer sein. Dann werde ich einmal sehen. Was ist denn das da eigentlich für ein Ausrufezeichen? Ach, Werbevideo. Ja. Hallo. Also ich habe mir jetzt ein Werbevideo angeguckt. Ja, ich wollte ja nicht, dass ich jetzt unbezahlte Werbung hier mache. So, dafür habe ich jetzt 25.000 gekriegt. Jetzt habe ich 50.000. Super. Reicht aber nicht mal für den kleinsten Trecker. Puh. Guck mal, was es hier so alles gibt. Am Computer gibt es eine viel größere Auswahl. Klar. Ein Computer, da passt doch mehr Speicher drauf. Computer, glaube ich, ist der 17er. Da habe ich den 15er und den 17er. Ich glaube, da ist der 17er so 1 Gigabyte oder so groß. Ja, das ist halt gleich eine ganz andere Dimension. Forstgeräte gibt es hier auch. Ja, der Fasttrac ist halt mein Lieblingsfahrzeug. Der ist stark und gleichzeitig schnell. Der ist halt schon gut. Also, ja. Und der ist halt auch schweineteuer. Vielleicht werde ich mir erstmal den kaufen noch zusätzlich. Jetzt muss ich ja erstmal Geld verdienen. Man hört wieder nichts. Kommt wieder kein Geräusch. Ist das jetzt immer so oder was? Ach ja. So. Wo ist denn hier eigentlich das Silo? Ah ja, rechts von mir. Gut. So. Ah, vielleicht soll ich Geld verdienen. Ja, ich glaube, das wäre das Schlauste. Ach, ich guck mal, wofür es am meisten Geld gibt. Preise. So. Also, Weizen, Raps und Mais. Also Kartoffeln wären auch noch zur Auswahl, aber. Und Zuckerrüben, Milch, Wolle, Tanne. Ja, aber auch noch hier andere Sachen. Aber im Silo, da habe ich eben nur Weizen, Raps und Mais. So. Genau. Ja, wo ist denn der Preis besonders gut? Hey. Die Farben ergeben für mich keinen Sinn. Zum Beispiel
Bei Mais ganz unten Biogasanlage, Mais-Biogasanlage. Da ist blau markiert 1681 und eins oben drüber bei der Bäckerei gibt es 1816, aber trotzdem ist die Biogasanlage blau markiert. Das ergibt keinen Sinn. Okay, ja. Raps ist eigentlich immer gut. Ja. Das ist halt pro Kilo und Raps wird einfach leichter sein, deswegen wird das Kilo wahrscheinlich besser bezahlt. Ja, sowas irgendwie. Okay, also Raps zum Gasthof. Oh, Nacht. Sind denn das hier für Silos? Da gibt es ja noch mehr als nur die. Ach so, da sind auch noch andere Silos. Okay, das wusste ich gar nicht. Das hier ist Raps. Da ist ja gar nichts drin. Ach so, ja, stimmt. Wenn man Experte spielt, dann ist am Anfang gar nichts in den Silos drin. Stimmt. Das hatte ich vergessen. Gut. Dann muss ich jetzt eben was anderes machen. Ja, dann ab zum Mähdrescher. Der ist fertig mit dem Acker. Ja. Wow, da ist ja jetzt echt viel dran. Ha, das war ja lustig. Okay, abkuppeln. Ah, ich hasse es, dass es Tag und Nacht gibt in dem Spiel. Das ist so nervig. Also, Grubber. Ja, ich habe eh nicht genug Maschinen, also reicht es eigentlich, wenn ich den einen Acker bewirtschafte. Das reicht vollkommen. Ich weiß es, du blöder Pfeil. Ich weiß es, ich hab's kapiert. So. Ich lasse es lieber den Helfer machen. So, ich habe nämlich Besseres zu tun. Hier. Den Mähdrescher kann man ja normalerweise auf den Hänger dranhängen. Genau das werde ich jetzt tun. Erstmal mache ich das Mähwerk ab. Okay, der Mähdrescher ist nicht so schnell, aber immerhin fährt er überhaupt. Ja, ich meine ja nur, er könnte ja auch gar nicht fahren. Okay, nee, das würde keinen Sinn ergeben, aber er könnte auch noch langsamer fahren. Also, ja. Das ist aber wirklich ein Schleichtempo. Schläft man ja ein. Dann werde ich jetzt am besten Weizen verkaufen fahren. Da habe ich ja jetzt schon ein bisschen. Und dann kann ich mir noch einen zweiten Träger kaufen und dann kann ich damit dann auch gleich säen. Ei, nee, das ist Mais. Also dieses Spiel ist wirklich schwer zu steuern. Also am Handy ist der Landwirtschaftssimulator nicht so schlau. Muss ich ganz ehrlich sagen. Puh. Okay. Wie es ist, so ist es. Das ist alles, das da ist. Preise. Weizen. Da geht es aber noch hoch. Zum Bahnhof. Wo ist hier der Bahnhof? Auf der Karte hier kenne ich mich nicht so gut aus. Ich kenne mich im 12er, im 14er. Also ich kenne mich im 12er von Nintendo, im 14er von Nintendo, im 15er vom Computer, im
17er vom Computer und im 18er vom Nintendo aus, aber im 16er vom Handy kenne ich mich nicht so gut aus. Ja, jetzt, also bitte. Kann man die Karte nicht noch größer machen? Geht es nicht? Oh, wo ist denn hier der Bahnhof auf der Karte? Ich mal ehrlich, sieht man das nicht? Wo der da sein soll? Kann man den da nicht irgendwo sehen? Also die Karte gefällt mir nicht hier. Wenn ich da drauf rumwisch, dann bewegt sich nur der Mähdrescher. Also, das gefällt mir wirklich nicht. Wo ist jetzt der Bahnhof? Tja, dann werde ich einfach mal auf gut Glück losfahren. Warum denn noch nicht? Ist zwar so lahm, dieser Mähdrescher, aber egal. Ah, vielleicht finde ich irgendwo. Ach, da ist noch eine größere Karte. Ich glaub's nicht. Natürlich. Ja, klar. Da ist der Bahnhof. So. Okay. Auch nicht schlecht. So, Bahnhof. Wie kann ich jetzt da hinfahren? Ich meine, ich dachte, ich könnte da einen Helfer hinschicken, dass der für mich fährt. Zack. Und der. Kann der nicht da hinfahren? Dann muss ich wohl alleine fahren. Also da oben entlang. Gut, einfach immer der Straße folgen. Das kann dauern. Uiuiui, da kommt ein Auto. So, das kann wirklich lange dauern. Und es geht immer mehr Geld drauf für den Helfer, der den Acker grubbt. Aber okay, gleich kriege ich ja wenigstens ein bisschen Geld. Oh, schlafen. Endlich schlafen. Wundert mich nicht, warum so viele Leute mit Handy vorm Gesicht fahren. Logisch, weil es so langweilig ist. Wirklich gut reagieren tut das Gyroskop hier nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann wirklich lang dauern. Ich glaube, ich nehme eine Abkürzung. Ihr auf YouTube habt's gut. Ihr könnt einfach die Wiedergabegeschwindigkeit schneller stellen. Ja. Ihr könnt die auf bis zu mal zwei stellen. Und euch das bis zu zweimal schneller angucken. Ich kann das hier leider nicht.
Aber das hier ist eine gelungene Abkürzung, würde ich mal sagen. Ja. Da ist auch gleich schon der Bahnhof. Ich werde natürlich davor nochmal überprüfen, ob der Preis immer noch so gut ist. Ach nee, nicht Statistikenpreis. Weizen. Tatsächlich immer noch am meisten beim Bahnhof. Abkürzung. Abkürzung. Das ist ja echt ein Lahmsiedler. Super, jetzt habe ich genug Geld, um mir wenigstens noch einen kleinen Trecker, einen Hürlimann zu kaufen. Gekauft. Zack. Super. Wie komme ich jetzt zum Hof? Da ist der Händler. Oh, das ist aber ein weiter Weg. Aber. Moment. Wie kriege ich den zum Hof? Jetzt mal ehrlich. Ich meine, eigentlich kann man da doch einen Autopilot einstellen, oder nicht? Müsste doch eigentlich gehen. Einen Helfer kann man da doch einstellen, normalerweise. Ach, ich kapiere es nicht. Tanken kann ich ihn fahren lassen. Jetzt fährt er selbst zum Tanken. Gut. Auffüllen, aber. Nee, ich dachte, den könnte man auch einfach in der Gegend rumschicken. Ja, dann muss ich ihn wohl oder übel selbst zurückfahren. Gut, aber das im nächsten Video, okay? Tschüss. Sorry, dass der Ton mal wieder nicht mit dem Video synchron war. Irgendwas vertauscht er mal wieder. Ziemlich häufig. Tut mir leid. Bis zu meinem nächsten Video bei Alexo XY. Vielen Dank fürs Ansehen. Das nächste Video wird bald kommen.